Willkommen bei einem weiteren Tutorial von mir. Ja, heute geht es um JGO Pro oder für andere auch Dev Pro. Ja, ich wurde oft genug angeschrieben, privat. Woher habe ich meine Designs? Wie kriege ich meine Decks da rein, die man sich runterlädt? Ich komme mit deinem Download nicht klar. Und ja, halt dies, alle Fragen. Und heute. Also, beziehungsweise heute zeige ich, also in diesem Video zeige ich euch jetzt, wie ihr es halt die Texturen, die Sounds, alles bearbeiten könnt. Ja, gehe ich jetzt hier mal auf Offline, um es euch genauer zu zeigen. Was genau ich meine jetzt für Leute, die neu eingeschaltet haben. Zum Beispiel hier dieses Background von mir. Hier habe ich jetzt nicht so genaues gemacht vom Sound her. Ist jetzt eigentlich immer noch dasselbe. Und ja, hier zum Beispiel mein Exodia-Deck oder mein Lichtverpflichter-Deck. Da unten mal sehen, oder hier mein Final-Countdown. Halt mit verbunden ist das Deck. Und ja, heute zeige ich euch jetzt in diesem Video, wie ihr es alles bearbeiten könnt. Als erstes, womit fangen wir an? Ja, wir fangen jetzt mal erstmal mit den Texturen und so an. Geht ihr rechtsklick auf euer JGO Pro, also auf der Echse, und geht auf Dateipfad öffnen. Dann seid ihr hier in diesem Ordner. Hier drin sucht ihr euch die Textures Ordner. Hier sind die ganzen Texturen, also nicht alle, aber die meisten. So, hier seht ihr schon mein Background, was ich drin habe, und das war davor. Sprich, wenn ich das jetzt löschen tue, was ich sowieso machen wollte, und das hier wieder in BG umbenenne, ist das wieder mein Background. Also BG steht für Background, Chain ist für angekettet, also sieht man ja auch schon bei einer Kettenaktivierung. Cover ist die Hülle, sage ich mal, also der Hintergrund von den Karten. Dann hier das Equip zeichnen, das ich weiß nicht, was das gerade ist. Ich glaube, das war dieses Sperrkarte da. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hier Schere, Stein, Papier. Dann noch hier die Felder. Das, ja, müssen auch viele kennen. Einer aktiviert die Karte, kommt der andere. Hier dann Nummer 1, die zählt als erstes und dann halt dieser ganze Scheiß. Das ist die Life Points, also die LP. Dingsbums, wie soll ich es nennen? Die LP-Farbe. Keine Ahnung. Dann hier noch das Schwert zur Attacke, dann hier das Aktivierungszeichen, die Life Points, Balken, also der Rand, dann das ist, weiß ich gerade nicht, es steht hier auch, keine Ahnung, unbekannt, dann hier negativ halt das Zeichen, hier dann noch die Zahlen und Mask, weiß ich auch gerade nicht. Ja, auf jeden Fall, hier sind schon mal einige Texturen, die ihr verändern könnt. Dann hier sind die ganzen Sounds. Etc. Deck. Achso, das ist das Deckmenü. Das ist das Würfeln. Draw. Dann Duell Lose. Kommt da was? Okay, anscheinend kommt nichts. Duell. So, ihr müsst bedenken, ihr müsst auch alles so benennen, wie es da halt in den Ordners ist. Zum Beispiel bei Duell Win müsst ihr dann halt Duell Win einsetzen für die neue Musik, sage ich mal. Skin, was ist hier drin? Das könnt ihr auch ersetzen. Was das alles genau ist, weiß ich gerade nicht. Ich will euch natürlich auch keinen Quatsch erzählen, nicht, dass ich hinter irgendeinen Scheiß laber und ihr danach Beschwerden macht. So, einmal hier alles durchgucken. Picks, hier sind die ganzen Karten drin. Hier könnt ihr auch eine Karte aus Google rausholen. Muss aber natürlich auch in der Größe von, wo steht's hier? In dieser Größe muss das alles sein. Dann müsst ihr noch die Zahl einfügen und dann habt ihr die Karte drin. Hier die Sprachen, Fonts, weiß ich gerade nicht, was das ist. Dann hier, ich habe auch schon Nachrichten bekommen, wie also halt das mit dem Download-Link klappt. Gehe ich jetzt erstmal hier auf meinem Kanal. Mein Kanal. Da
Dadadam. So, und nehmen wir jetzt zum Beispiel das Exoder-Deck. Das ist ja das beliebteste Deck, sage ich mal, von allen gewesen. Also wollten viele haben. Hier seht ihr auch schon mal hier. Deck suchen, dann nochmal Decklist. Und ja, dann ist hier natürlich bei jedem Video auch der Download-Link zu dem Deck. Gehen wir hier mal drauf. Das können wir jetzt schließen, also YouTube. So, seid ihr auf dieser Seite, fileupload.net, dann steht hier Download, Play Now, Download. Und hier steht dann meistens auch immer Download und dann nochmal Download. So, das ist alles scheißegal, ihr müsst nur auf diesem Download gehen. Auf dem kleinen Download in der Mitte. Naja, fast Mitte. So, da klickt er drauf und da lädt die Datei von selbst runter. Mache ich mal. Und ja, dann gehen wir in den Ordner, öffnen es. Und das können wir endlich schließen. So, das können wir schließen. Und so, dann geht ihr in den Deck-Ordner. Dann zieht ihr einfach die Datei hier rein. Und dann habt ihr das Deck. Umbenennen könnt ihr das natürlich auch, wie ihr wollt. So, das kann weg. So, das sind jetzt meine drei Decks. Wie gesagt, das ist einfach ganz einfach. Ganz, ganz, ganz einfach, sage ich euch. Ich bin euch ehrlich, das ist sehr einfach. So, jetzt machen wir mal für mich hier einen Background. Suchen wir uns einfach mal einen raus. Zu Dev Pro Wall. Nein, nicht Wallpaper. Dev Pro Covers. Okay, da kommt jetzt nichts vielversprechendes raus. Oder? Das, das. Das sieht sehr interessant aus. Ich weiß gerade nicht, oder das. Wir nehmen jetzt einfach mal zum Testen dieses hier. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal dieses hier. Oh, das war besser. Close. Wie lädt man das hier runter? Ich mache mal einfach mal Grafik speichern unter Bilder. Ich muss natürlich die Größe erstmal nachgucken. Okay, passende Größe. So, das nennen wir in Cover um. Gehen in unserem Ordner. Textures. Das nennen wir mal als Backup Cover 1. Und das ziehen wir jetzt hier rein. So, jetzt suchen wir mir noch einen Background. So, gehen wieder hoch. Sorry, falls meine Maus zu laut ist. Die ist schon sehr alt, aber immer noch top in Form. So, welches nehmen wir da? Boah, die sieht geil aus, aber das ist mit diesem Bild, das gefällt mir gerade nicht. Oh, das sieht nice aus. Das nehmen wir jetzt. Welche, wie groß ist denn das? Ich habe gar nicht geguckt. Ah, zu klein. Das ist blöd. Ja, das ist blöd, wenn er nicht so groß ist halt kommt, ne? Nehmen wir einfach mal. Ach, was schreibe ich da für einen Scheiß? Blue. Und jetzt gucken wir uns einfach. Oh, Alter, was sind die alle so groß? Warte, wie groß muss denn das sein? Okay. Po. Das kann ja was werden mit der Suche. Gebe ich einfach mal da Suchoption. Groß, Mittel, größer als 800. Bla bla bla. Da kommt ja nur der ganze Scheiß raus. Warte. Gehen wir nochmal. Genau. Und jetzt gehen wir da in 1024 mal. Was war das? 664. 46. So. Was da jetzt eigentlich immer für ein Crap rauskommt, frage ich mich ehrlich. Nehmen wir einfach mal. Das oder das? Das oder das? Ich guck mal, ich guck mal. Ach, nehmen wir einfach das linken Park. Das sieht auch gut aus. So. Da speichern wir uns jetzt unter Bilder. Kann man es irgendwie noch so größer machen?
Jo. So. Download-Ordner müsste, glaube ich, noch offen sein. Da ist der Ordner und da ist der. Ah, okay. So. Genau. BG nennen wir das um und das nennen wir. Komm schon, BG1. Fortsetzen. Ups, jetzt habe ich das falsche Programm geöffnet. Fortsetzen. Schließen. So, das haben wir jetzt gemacht. Und ich sage mal, wir sehen uns in-game wieder. So, hier sind wir jetzt in-game. Aus irgendeinem Grund wollte das nicht klappen. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, warum. Ich denke mal, das hat irgendwas mit der Größe zu tun. Der Datei oder des Bildes. Und ja, hier habe ich jetzt einfach diese Standard gelassen, aber wenn ihr das richtige, die richtige Größe und die richtige Bildgröße raussucht, sollte es bei euch klappen. So, um jetzt nachzuschauen, ob das auch wirklich geklappt hat mit den Backgrounds, mit dem Cover, gehen wir jetzt hier erstmal im NPC-Modus und starten ein kleines Duellchen. Und hier seht ihr das auch. Ah. Die Sounds sind ein bisschen zu laut. So. Einfach mal Musik aus. So. Sound war ein bisschen zu laut. Muss ich gerade ein bisschen lauter reden. Die Sounds sind ein bisschen zu laut, als ich das gesagt habe. So, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier kurz und knackig. Einfach mal ein Duell. Warum kann ich die jetzt nicht aktivieren? Ach, scheiße. So, alles blöd. Ah, okay. So, die Karte war echt unnötig. So. Machen wir Activate. Ziehen wir 2. Flip. So, aktivieren. Ich schmeiß da, welche schmeiß ich da ab? Schmeiß ich die. Und ich nehme. Nehme ich mir die. Angriffsmodus aktiviere ich die auch. Da schmeiße ich. Warte, wie kann man die nochmal beschwören, indem du bla bla bla. Dann schmeiße ich mal die. Und hole mir in Angriffsmodus. So, dann aktiviere ich noch die und hole mir die in Angriffsmodus. Und dann greif mal den Gegner erstmal an. Von seinen Life Points hat er jetzt nicht. Machen wir jetzt hier erstmal eine Synchronbeschwörung und eine Dingenskirchen. So. Damit es besser rüberkommt. Ich komme mit dem neuen Karten zwar nicht klar, aber naja. So, beenden wir jetzt einfach mal das Duell. Ja, ich war nebenbei am Trinken. So, beenden wir und so. Da haben wir das Duell auch schon gewonnen. Ihr habt doch den Cover-Hintergrund gesehen. Der konnte 1A ersetzt werden. Und ja, hier seht ihr nochmal. So kann man es auch verschieben. Ich mache das jetzt mal so in der oberen Ecke. Nein, Spaß, ich lasse es hier so mittig. So. Auf jeden Fall, das war das Video dazu. Und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, like das Video, damit ich es sehe. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr noch weitere Tutorials braucht, wie was funktioniert oder zu Decks oder irgendwie was, wie ich meine Decks erstelle oder sonst was. Sagt mir Bescheid. Ich werde darüber ein Video machen. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.